Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal wieder ein Buch vorstellen. Und zwar ist es Paper Princess, die Versuchung von Erin Watt, was gerade im Piper Verlag oder Piper Verlag erschienen ist. Und es kostet neu 12,99 Euro. Ja, ich war mega neugierig auf dieses Buch. Ich habe das erst vor kurzem irgendwie irgendwo entdeckt, ich weiß es gar nicht mehr. Habe mir den Klappentext durchgelesen und dachte so, ja, das musst du haben. Das klingt, als könnte es eine richtig gute Geschichte sein. Hier geht es nämlich um Ella, die ja vor kurzem ihre Mutter verloren hat, die ist gestorben und seitdem schlägt sie sich alleine durch und tut alles, um irgendwie normal leben zu können und um sich ihren Traum zu ermöglichen, nämlich einfach aufs College zu gehen und ja im Anschluss ein ganz normales Leben zu führen. Sie geht morgens zur Schule, nachts arbeitet sie und ja versucht das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, was mehr schlecht als recht auch klappt. Dann steht plötzlich der Multimillionär Callum Royal vor ihr und Royal vor ihr und der behauptet einfach mal so, ihr Vormund zu sein. Und bevor Ella sich irgendwie dagegen wehren kann, nimmt er sie einfach mal mit in seine große Villa und nimmt sie bei sich auf. Und Ella tauscht ja ein Leben in Armut gegen ein Leben in Reichtum und Luxus ein. Doch das Ganze ist nicht ganz so traumhaft, wie es sich zunächst anhört, denn Callum hat 5 Söhne und die alle begegnen ihr mit großer Feindseligkeit und machen ihr von Anfang an das Leben schwer. Besonders einer von ihnen, nämlich Reed. Doch gerade zwischen Reed und Ella beginnt es dann irgendwann gewaltig zu knistern. So viel zum Inhalt. Ich dachte einfach, das klingt gut, das klingt interessant, das klingt nach einer etwas anderen vielleicht Liebesgeschichte und war da mega neugierig drauf. Ich war auch ganz erleichtert, dass ich sehr schnell in die Geschichte reinfinden konnte. Der Stil hat mich sofort, ja, in sich gezogen, in das Buch gezogen und ich konnte es schnell nicht mehr aus der Hand legen, weil es sich wirklich sehr gut lesen lässt und einen wirklich guten Schreibstil hat. Noch dazu mochte ich die Protagonistin sehr gerne. Die ist natürlich durch die Umstände, unter denen sie lebt, sehr stark und aber auch halt misstrauisch so ein bisschen, aber vor allem ist sie schlagfertig und das fand ich richtig gut, weil es auch an vielen Stellen einfach ja, zu sehr lustigen Situationen und Dialogen geführt hat, wo ich echt schmunzeln musste. Und noch dazu ist es natürlich ganz angenehm, mal eine wirklich starke Protagonistin wieder zu haben, die sich nicht gleich von den irgendwelchen Typen unterbuttern lässt oder ihnen hoffnungslos verfällt. Das fand ich sehr, sehr gut. Auch die Geschichte an sich, die Handlung, fand ich interessant von Anfang an. Erstmal dieser Umstand natürlich, dass Ellas Leben einmal komplett über den Kopf geworfen wird, über den Haufen geworfen wird und sie alles komplett eintauscht im Prinzip. Aber eben auch wegen dieser 5 Brüder, die ihr das Leben schwer machen. Ich fand die Royal-Brüder am Anfang aufgrund dieser Feindseligkeit nicht allzu sympathisch, weil ich auch echt nicht verstanden habe, was ihr Problem ist. Aber gerade das ist ja auch ein Punkt in dieser Geschichte, etwas, das man herausfinden muss, woher diese Feindseligkeit kommt. Im Nachhinein muss ich sagen, ich weiß, was die Autorin, also es sind übrigens 2, das Pseudonym steht für 2 Autorinnen, die sich zusammengeschlossen haben. Ich weiß, was die beiden sich dabei gedacht haben und sich so überlegt haben. So ganz nachvollziehbar fand ich das Verhalten der Jungs trotzdem nicht. Naja, ist ja eigentlich auch egal, denn letztendlich haben sie sich im Laufe der Geschichte weiterentwickelt und das Verhältnis zu Ella ändert sich natürlich im Laufe der Geschichte auch ein bisschen. Und von daher konnte ich sie letztendlich dann doch ins Herz schließen und fand es halt interessant zu beobachten, was sich da entwickelt und zu entdecken, was so hinter ihrem Verhalten steckt, weil da auch noch ganz andere ja, Aspekte eine Rolle spielen, jetzt fernab von der Feindseligkeit hat jeder von diesen Brüdern eigentlich so seine eigene Geschichte noch und irgendein, ja, Makel oder Problem, sage ich mal, den man im Laufe der Geschichte entdecken kann, wobei auch noch nicht alle Geschichten enthüllt worden in diesem ersten Teil, also ich bin gespannt, ob da noch was kommt in den Fortsetzungen. Ja, so gesehen war die Geschichte an sich echt interessant, aber ich muss sagen, mir fehlte so dieses gewisse Etwas, so irgendwas, so ein irgendein Geheimnis oder irgendein großes Problem, was es zu lösen gilt, was die ganze Zeit irgendwie immer mal wieder so dazwischen funkt oder so. Irgendwas fehlte mir. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber irgendwie so ein bisschen mehr Pfeffer hätte die Handlung haben können. Dann gab es ein paar Momente, wo ich mir echt so dachte, oder Situationen in der Handlung, wo die mir irgendwie komisch vorkamen, wo ich so dachte, okay, das ist irgendwie merkwürdig, das
ist da irgendwie fehl am Platz oder das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Letztendlich waren das aber keine so gravierenden Dinge, dass mich das irgendwie im Lesefluss gestört hätte oder für mich die Geschichte gestört hätte. Ich habe das dann halt gelesen und als es vorbei war, war es halt auch vorbei, gedanklich abgehakt und ich konnte mich wieder voll in die Geschichte fallen lassen. Von daher war das nicht so tragisch. Das Ende war für mich sehr vorhersehbar, was aber einfach daran liegt, dass viele Bücher aus diesem Bereich auf diese Art und Weise enden. Also es ähnelt sich wirklich sehr stark und von daher, wenn man schon einige Bücher aus diesem Genre, aus Young Adult, New Adult irgendwie so gelesen hat, dann kann man sich im Prinzip denken, wie das Ganze ausgeht, da es ja ein erster Teil einer Trilogie ist. Und von daher war das für mich halt nicht allzu überraschend. Ich habe mir das echt schon so zusammengereimt gehabt und von daher, ja. Naja, ist aber nicht schlimm, denn letztendlich war das Ganze für mich doch ein Page-Turner. Ich habe die ersten 270 Seiten an einem Tag weggelesen, weil ich das Buch nicht aus der Hand legen konnte und immer wissen wollte, wie es weitergeht, wie sich das Verhältnis zwischen Ella und Reed und auch den anderen Brüdern weiterentwickelt. Und es gibt halt auch noch so ein paar Nebenhandlungen, wo ich einfach wissen wollte, was da so als nächstes geschieht. Und von daher konnte ich es nicht weglesen und hatte das Buch auch echt nicht weglegen und hatte das Buch auch echt nach 2 Tagen ausgelesen. Es hatte halt ein paar kleine Schwächen, aber davon abgesehen echt Page-Turner und deswegen bekommt es von mir 4 Sterne. Ich hoffe sehr, dass der zweite Teil da nochmal eins draufsetzen kann. Der zweite Teil ist, soweit ich das verstanden habe, aus Reed seiner Sicht dann geschrieben, heißt Paper Prince. Das Verlangen, glaube ich. Ja, das ist halt eben aus der Sicht von einem der Brüder geschrieben, so wie ich das dem Klappentext zumindest entnehmen konnte. Und der erscheint im April, wobei ich glaube, dass es den als E-Book sogar schon gibt. So nach dem, was ich so mitgekriegt habe auf Instagram und so, haben das schon ganz viele auf ihrem Kindle gehabt. Also kann gut sein, dass es das halt als E-Book schon gibt, aber als Taschenbuch erscheint das Ganze im April und der dritte Teil erscheint dann auch schon im Mai. Ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass dies eine Trilogie ist, die man sehr schnell ja hintereinander weglesen kann und wo man nicht allzu lange auf den nächsten Teil warten muss. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil und werde den auf jeden Fall lesen, weil ich einfach neugierig bin, wie das Ganze jetzt weitergeht und ja, ich mochte das Buch wirklich sehr, sehr gerne. So viel zu Paper Princess. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, teilt mir gerne eure Meinung mit. Ich habe auch schon die ein oder andere wirklich negative und ja, vernichtende Kritik gelesen. Also von daher bin ich sehr, sehr neugierig, wie euch das Buch gefallen hat. Und ansonsten schreibt mir gerne, ob ihr es lesen werdet und warum ihr euch darauf freut. Ich freue mich auf eure Kommentare, wünsche euch viel Spaß beim Lesen, eine schöne Restwoche und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.